Mein Name ist Timo Nörren. Wir sind hier im hohen Norden im Dorf Eulerup. Und auf unserem Familienbetrieb haben wir 150 Milchkühe und bewirtschaften 120 Hektar Land. Eine gute Eulergesundheit ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Saubere Ställe und saubere Tiere sind da ja schon die halbe Miete. Deshalb ist mir die Grundhygiene im ganzen Betrieb sehr wichtig. Unser Melkstand ist zwar schon 40 Jahre alt, aber immer blitzeblank. Die Zitzen reinigen wir bei jedem Melkdurchgang. Wir schäumen sie vorher ein und dippen dann nach dem Melken. Zweimal am Tag reinigen wir die Ställe. Dabei streuen wir abends in den Tiefboxen immer eine Runde Kalk und die Hochboxen werden mit Persisäure desinfiziert. Tagsüber ist dann der Spaltenroboter permanent in Einsatz und hält den Boden sauber. Neben der Hygiene steht bei uns die optimale Fütterung im Fokus. Ich sage immer, je genauer ich weiß, was eine Kuh frisst, desto genauer weiß ich, was rauskommt. Deshalb bestimme ich pro Woche einmal den Trockensubstanzgehalt der Ration. So kann ich die Mischung nach Bedarf anpassen und vermeide auch, dass sich durch zu feuchtes Futter mehr Bakterien im Stall ansiedeln. Durch mein Brunsterkennungssystem mit Fresszeitenüberwachung weiß ich genau, was meine Tiere fressen und finde so auch noch schneller kranke Tiere. Außerdem hat es sich bewährt, dass wir an jeder Tränke eine Bürste haben, mit der wir sie auch zwischendurch mal schnell reinigen können. So ist das Wasser immer frisch. Die Zwischenkalbezeit habe ich auf 440 Tage verlängert. Dadurch erreiche ich eine niedrigere Milchleistung zu Trockenstellen, was sich positiv auf die Eulergesundheit auswirkt. Seit einigen Jahren stellen wir unsere Tiere auch selektiv trocken. Das bedeutet, dass nicht jede Kuh einen antibiotischen Trockensteller bekommt. Hierzu müssen wir zwar mehr Diagnostik machen, das zahlt sich aber aus, denn wir setzen jetzt deutlich weniger Antibiotika ein. Auch bei akuten Euterentzündungen bekommt jede Kuh genau das, was sie benötigt. Mal nur ein Schmerzmittel, mal auch Antibiotika. Ich denke, dass uns der Erfolg recht gibt. Wir konnten mit all den Maßnahmen die Zellzahl von 220.000 auf 80.000 senken. Und so macht sich die Eulergesundheit natürlich auch bezahlt. Mit dem Gewinn vom Preis der Tiergesundheit möchte ich mir einen Spaltenroboter für die Trockensteher und Frischmelker anschaffen.